Kannst du das hören, hier im Hintergrund? Nee. Gut. Herr Carlo spielt die ganze Zeit dauernd mit so einem Bierdeckel. Ja, der ist auch krass, der Carlo. Alle Spielzeuge sind ihm egal, aber ein Bierdeckel, boom, ist der sofort da. Komplett hyped. Ja. Ja, der wirft den halt hinter mir die ganze Zeit hin und her. Oder schießt den so über den Boden, das ist voll laut. Also ich denke, das ist voll laut, aber wenn du das nicht hörst, ist ja schon mal gut. Server ist auch schon wieder komplett verarscht, ja. Ist das Muss ich nicht denn je? noch reloaden? Bitte? Wie oft muss ich denn noch reloaden? Aber ist das nicht jeder Server und jeder... Ist gerade schon heftig. Also ich renne jetzt hier seit keine Ahnung wie viele Stunden rum. Ich ziehe nur Barsche. Hier gibt es eine ganze Menge Fische, die mich mal interessieren würden. Aber dann kriegst du mal einen 2-Kilo-Zander und dann Und dann wieder stundenlang sowas. Barsche. Kriegst du 3 Hechte. Einer davon, der größte, hat dann 1,3 Kilo und dann kriegst du wieder 5 Barsche. Das ist eben kompletter Trollmord hier gerade. Was stand da Bei solchen jetzt? vielen Sachen fängt man halt oft nichts, aber dass man dann so beim Jiggen so viele Barsche dran hat, ist eigentlich, weiß ich nicht, habe ich selten. Das dann ja, hast du halt einfach, ziehst du oft leer, aber jetzt ziehe ich Ich die glaube, Lambo gerade Arsch. Barsche kann sie hier, glaube ich, nicht leer ziehen. Nein, du hast halt einen Leerzug, meine ich Ach damit. so. Ah, ich dachte schon. Das gibt es hier sehr selten. Ja, nee, hier ist echt gerade tote Hose. Außer Barsch fange ich, glaube ich, auch nichts mehr. Oder nichts Schönes mehr. Ziehst du das denn noch bis 8 Uhr durch, oder? Ja. Schon übertrieben, nicht müde. Ja, es geht mir eigentlich auch so, aber ich habe mega Hunger und ich weiß, was nach dem Essen passiert. Ja. Ist ja alles gut, dann ist ja dann müde. Ja, nach dem Essen setze ich mich 2 Minuten auf die Couch und dann denke ich, oh, im Liegen ist ein bisschen angenehmer und zack. Das geht ganz schnell bei mir. Ja.
Ja, aber so bin ich jetzt auch noch nicht müde. Ich werde jetzt gleich erstmal auf jeden Fall was essen und danach gucke ich einfach mal. Ja, wenn es hier noch 5 Minuten bis es dunkel ist, dann schmeckt es mir auch noch den Toaster. Ja. Guten Morgen. Ich will auch was denn jetzt hier? Ja, 5 Minuten, komm. Bis 7 Uhr habe ich ja gesagt, mache ich auf jeden Fall. Aber hier beißt jetzt eh nichts. Kann ich auch im Dreieck springen, passiert mehr. Und wieder dunkel, ne? Nee, hier noch nicht. Hä? Hier noch nicht. Ja, wird's aber gleich. Ja. 10 Uhr, kannst du mal davon ausgehen, dass er nur noch ein paar Minuten. Naja, voll. Ja. Aber habe ich dir ja eben gesagt, irgendwie habe ich in den Abendstunden, abends und frühmorgens ganz schlecht gefangen. Es hat so, wenn dann frühestens so 6, 7 Uhr oder vielleicht oder 5 Uhr. Darum meine ich ja, du solltest nachts wirklich was anderes machen. Ja. Es gibt nachtaktive Fische, wenn du die halt die, ja, parkst du halt irgendwann abends um 10, 11 oder so irgendwo, schickst dann da bis 4 Uhr durch. Oder ich gehe wieder auf hier, Quappe. Ich glaube, da war auch ein Deal im. Ja, das ist ja das, was ich gerade gehört habe. Ja, aber mit Jiggen, dann gehe ich, versuche ich es lieber tatsächlich mit Grundangeln. Okay. Habe ich dir ja gesagt, mit dem Jiggen habe ich. Ja, ich werde mich da echt nochmal hinstellen und das bisschen so üben. Oder keine Ahnung, aber. Ja, ich finde das echt nicht so einfach. Ja, du musst halt gucken, wo du stehst, wenn du halt gegen irgendwelche komischen Kanten arbeitest und was weiß ich, dein Kind kann das halt einfach immer nicht gehen. Du musst schon gucken, dass du relativ gerade da reinarbeitest halt. Okay. Dich nicht so hinstellst, dass deine Schnur da direkt über eine Kante in eine Säule reinkippt, in ein Loch reinkippt oder sowas. Ja, ich habe das bei Dingens, habe ich das viel gemacht, bei Wolchow, und da war das eigentlich an der recht. Ich will nicht sagen flach, aber ne. Ja, und dann habe ich das immer gemacht, dass ich auf der einen Seite habe ich ausgeworfen und da konnte ich ja wegen dem Gewicht nicht so weit werfen. Und dann bin ich über die Brücke gelaufen, also hier Bügel aufgemacht, über die Brücke gelaufen und auf der anderen Seite dann zu mir hingejiggt. Ah, guten Morgen, bin cool. Moin, moin. Wie lange streamst du schon? Ich streame heute seit 6 Stunden ungefähr und ansonsten seit ungefähr 2 Wochen. Also super neu, super frisch und super neu. Aber wie geht's dir, bin cool? Geht's dir gut? Freut mich auf jeden Fall, dass du da bist. Oh, 9 Minuten läuft meine Bootsmiete aus und da habe ich gar nicht drauf geachtet diesmal. Oh, das schaffe ich, glaube ich, nicht in 6-5 Minuten, die einzuziehen, beide. Aber es ist eh egal, wenn die jetzt auf dem Boot hängen. 2 Minuten. So, eine habe ich geschafft, die andere. Ja. Und ich habe dir ja gesagt, mein Rechner, der bleibt voll krass hängen. Jetzt gerade auch wieder. Bin ganze Nacht wach, bin müde. Bitte, was? Jetzt gerade hat man es auch gesehen. Ja, mit dem Haken, ne? Mit dem Hängen bleiben. Ja, ich habe ja gesagt, irgendwie habe ich hier Probleme. Ich weiß nicht genau, was das ist. Bin ganze Nacht wach, bin müde. Mir geht's ganz genauso. Ich werde jetzt gleich auch was frühstücken und dann denke ich mal eine Runde schlafen. Und dann werde ich vielleicht später oder am Abend nochmal ein bisschen streamen. Da habe ich Bock drauf. Das werde ich so machen. So, jetzt wollte ich hier nämlich nochmal kurz gucken, nämlich eine Quappe, das hätte ich eigentlich echt noch durchziehen sollen. Mist. Egal. Ich habe auf jeden Fall heute gute Deals gemacht hier im Café. Insgesamt nur an Deals, glaube ich, waren das über 700 Silber. Und hier kriege ich jetzt auch nochmal 500 oder 600 Silber. Die werde ich aber nicht jetzt abholen, weil hier sind ein paar gute Fische bei und wenn ich später nämlich wieder online komme und sich die Deals ändern, dann hole ich mir nachher noch ein paar Deals ab.
Vielleicht. Hoffentlich. Ja, so werde ich das machen. Dann, kurz gucken, wir haben jetzt 7 Uhr. Hier hinten habe ich noch eine Angel ausgeworfen. Ja, aber es sieht auch aus, als wenn da nichts dran ist. Ja. Schnell Fischfetzen reinwerfen. Das hast du jetzt vor oder das soll ich machen? Ich weiß gerade nicht. Weil ich werde jetzt, wie gesagt. Ach so, hier Fischfetzen reinwerfen für die Quappe, meinst du sicherlich, genau. Ja, das hatte ich eigentlich vor. Ich wollte mit der einen Angel hier, genau. Mit der einen Angel wollte ich auf Quappe gehen, was ich dann komplett verpeilt habe und da was anderes gemacht habe. Und dann hatte ich noch die zwei im Boot und mit denen habe ich halt nicht gejiggt, beziehungsweise bin ich da nicht, oder habe ich so geangelt, dass ich da keine Quappe hätte fangen können. Aber das werde ich später machen. Aber ich glaube, bis dahin ist der Deal eh weg. 116 Stunden. Ja, okay. Aber jetzt gleich ist eh Serverunterbrechung. Wahrscheinlich werden dann hier auch ganz neue Deals reinkommen. Meinst du nicht? Ich weiß es nicht. Matthias Pause, kannst du einfach weiterlaufen lassen. Ja? Ja, ich weiß es nicht. Kann sein. Das geht bestimmt doch mit so einem Server-Neustart einher. Und dann wird das doch alles bestimmt auf Null gesetzt. Ja, keine Ahnung, sagt er auch. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber in 6 Stunden oder in 7 Stunden sozusagen werden wir es wissen. Und andere wissen es eh schon. Ich weiß es nur noch nicht. So, wie gesagt, ich bin jetzt auch ein bisschen müde. Ich habe schon Hunger. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich mal hier rausgehen. Deswegen mache ich hier nur noch Blödsinn. Hab mich aber gefreut, dass ihr alle dabei gewesen seid. Kommt doch gerne wieder. Entweder später oder morgen werde ich wahrscheinlich voraussichtlich wieder streamen. Gute Nacht schon mal, genau. Danke dir auch. Du hast gesagt, du bist schon die ganze Nacht wach und müde. Dann gehe ich davon aus, dass du auch bald noch eine Runde schlafen gehst. So, ich gucke gerade mal, wo ich euch denn hinraide. Ach, wenn ich das richtig sehe, für die deutschen Russian Phishing Player gibt es nur einen. Also ich und noch einer. Das heißt nur eine Möglichkeit. Dann werde ich euch, glaube ich, direkt dahin schicken. No? So, sorry für den Ton, der hier gerade läuft. So, jetzt müsste der weg sein. Und das muss ich sowieso noch mal gucken, wenn ich jetzt hier demnächst weiter streame. Die anderen haben doch auch immer Musik im Hintergrund laufen. Ich muss da. Ja, ich werde mir das mal angucken. Und dann werde ich wahrscheinlich auch irgendwas im Hintergrund laufen lassen. Ja, für so ruhige Momente ist das dann schon echt angenehmer. So. Kanal raiden. Ja gut, dann vielen Dank, Leute. Ich hoffe, ihr seid noch mal beim nächsten Mal dabei. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß und einen schönen Tag. Dann werdet ihr jetzt zu Scene X geradet. Wohin? Wohin? Was? Wohin? Scene X 920. Ja, wohin? Habe ich den Ton denn jetzt hier an? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall habe ich euch, glaube ich, jetzt schon alle rüber geradet. Also nicht übel, aber das ist ein sehr unangenehmes Thema für mich. ja, vielen Dank für den Raid. Let's play. Let's play Video for all.
Bis ich kotzen muss, einiges passieren wird. Das bei mir nicht. Ich habe einen sehr empfindlichen Magen. Ja, das ist aber trotzdem, ne? Also, man hat auch festgestellt, also es gibt ja öfters mal Menschen, wirklich so im Flugzeugabsturz irgendwo in den Bergen oder hier im Packeis sind sie dann eingeschlossen gewesen und Schiffsbrüchige und solche Sachen. Man hat festgestellt, dass tatsächlich es gibt Menschen, die neigen eher dazu, Kannibalismus zu betreiben. Also natürlich jetzt nicht im großen Stil. Man kann sich ja nicht so vorstellen, dass man sich jetzt ein ordentliches Stück von Menschen runterschneidet und dann brät und dann gut ist, ne? Aber dass sie überhaupt Kannibalismus betreiben. Vielen Dank für den Follow. Alles da, Mahlzeit, ne? Top-Thema. Und es gibt halt Menschen, die neigen eher nicht dazu. Also es gibt auch wirklich Menschen, die verhungern eher, bevor sie so etwas tun. Also man kann nicht von Haus aus sagen, dass der Überlebensdrang irgendwann mal so groß ist, dass du es dann automatisch isst. Das hat halt sehr viel damit zu tun, naja, wie du halt selbst geformt bist, als dein Charakter geformt ist. Das heißt, dein Charakter formt sich im Laufe deines Lebens aufgrund von äußerlichen Einflüssen, wie Familie, Freunde und so weiter und so fort. Damit bekommst du ja deine Erfahrungen fürs Leben mit. Okay, das wird auch wieder ein kleiner sein. Oh, ich balle hier bloß kleine Neversack, du alte Socke. Guten Morgen, Cynex. Wieder am Philosophieren. Ja, Neversack, ich werde mich dann umbenennen in Philosopher Kings. Ich bin mal Pen, wünsche dir noch einen schönen Stream. Ja, vielen Dank, Crazy Demon. Ich wünsche dir auch noch eine wunderschöne gute Nacht, schlaf gut. Und morgen, toi toi toi, dass du mal richtig was an die Angel bekommst. So ein